So, und herzlich willkommen zu Teardown im Sandbox-Modus. Wir haben hier eigentlich gar keine Missionen. Nein. Wir können mal Scheiße bauen, wie wir wollen. Mit der Yacht können wir natürlich auch rumprassen. Aber um da drauf zu kommen, brauchen wir ein Bötchen. Also holen wir uns ein Bötchen. Das ist diesmal nicht verboten. Übrigens ein Wortwitz, Copyright bei Evil Skunk. So, wie man so das Kleine da. Da kommen wir unter der Brücke durch, denke ich mal. Rip. Das zerstört sich schon beim Losfahren. Oh. Das ist noch gut, das kann man noch essen. Ich hab's auf. Und selbst die Yacht, da kann man versuchen. Okay. Jetzt kannst du abblubbern, wenn du willst. See ya. So. Jetzt müssen wir bloß das Steuerrad finden von dem Teil. Ach, eine Abkürzung. So, was hier? Jawohl. Eisberg voraus. Oder bitte. So, jetzt gehen die FPS krachen, auf jeden Fall. Wow, das geht nach Telefon 1050 Ti. 4 GB VRAM. GDDR5. Ei. Das hat schön zerfetzt. Ob das jetzt realistisch ist, sei dahingestellt, weil das ist Holz und das hier ist, ne? Aber ist egal, auf jeden Fall fetzt es. Oh, da gehen die FPS schön krachen. Oh ja. Das lassen wir mal sein. So, wir können mal versuchen, das Ding hier zu versenken. Wo geht's denn raus? Ach, überall. Wow. Alter Verwalter. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir es irgendwie runterkriegen, das Ding. Ein Stückchen. Auch ein Stückchen. Stück für Stück. Oh ja, jetzt haben wir es. Auch nicht, ey. Hier reinjuckeln da. Jetzt haben wir's. Oder auch nicht. Ist es weg. Aria würde jetzt sagen, schau mit auf, liebe Frauen. Das ist versenkt, das Ding. Ja, das ist schon ein nice Spiel. Uff, meine FPS geht gerade richtig krachen hier vorne. Okay. Wie weit fliegt so ein Ding? Man sieht es nicht mehr. So, mal rüber gucken, ob da irgendwie Schellen sind oder ob die einfach despawned sind.
auch eine Rückfahrt von sie, würde ich sagen. Das ist plötzlich. Déjà vu. Das hier sieht nicht so aus, als wäre irgendwas eingeschlagen. Also alles, was hier rumsteht, kannst du bedienen, ist ein Radler. Jedenfalls wüsste ich es nicht, dass man da reinkommt. Ich habe mal versucht, aber ich schaffe halt mal nicht besitzen. Ach, leck mich. Einfach cool, macht das Ding. Wenn man es vorsichtig macht, wenn man es annehmen kann. Kaputt zu machen. Ja, kein Seitenhub. So komische Palette. Kannst du vergessen. Kann ich mal einen Baum ein bisschen anklicken? Muss ja mal hier hinten starten. Komm aus dem Gewalt. Hier weit geht alles. Die Gabel ist zu kurz. Ist ja. So eine Leute sind immer gerne sehen hier davon. Traurig aber wahr. Oder anderes Beispiel, so welche. Hebt der? Okay, naja, hier hinten hoch, okay. Hier den großen Strafraum. Da ist nichts drin, traurig. So kriegst du auch ein Tor auf. Kinder, ey, das machen wir mal nach. Das Auto vom Chef. Okay, das war ja andersrum gewesen. Lass auch mal so zählen. Das Gasbulle noch nicht. Das ist auch ein anderer Scheiß. Das ist Gasbulle. Die Feuerausbreitung finde ich ja auch sehr schön. Kann man gleich mal demonstrieren. Also hinten brennt schon was. Ja, wir gucken mal hier so ein bisschen rum. Und gucken mal zu, wie sich das ausbreitet hier. Ja, wie schön das so runterbröckelt nach und nach. Herrlich. Die Lampe abflexen hier, denn ist der Strom aus. Das ist auch gut gemacht. Also bei einigen Sachen haben sie wirklich gut mitgedacht.
Jetzt auch in Kugel, wie was sind wir da schon? Oh, ein bisschen. PC hat da ja schon eine neue Karte. Zum Beispiel die Grafikkarte, das hole ich mir, wie gesagt, wenn sie halbwegs günstig sind, weil die Preise, die jetzt hier haben, nur weil ein anderes Kühldesign drauf ist, wie zum Beispiel 3080. Ja, das kannst du vergessen, nicht für die Preise. Das fackelt bis auf die Grundmauern ab. Zerbröselt so. Metall und sowas wird stehen bleiben. Ja. Mit dieser Rakete verabschiede ich mich von Teardown. Wenn ihr mehr sehen wollt davon, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht schreibe ich das gleich das Ding zusammen. Und dann läuft es auch flüssig. See ya. Ach komm, das stört das auch einstoppen. Also eigentlich müsste es jetzt einstürzen. Ich weiß nicht, was jetzt nicht stimmt, aber das ist irgendwie strange. Das ist schon dreimal runterklappen müssen vorne. Ich spiele ich ihn her. Aber ich weiß jetzt nicht warum. Das stimmt nicht. Warum auch, keine Ahnung. Ich kann es mir gerade nicht erklären. Eigentlich ist die Physik so, dass das jetzt vorne einfach abgeklappt ist, wie gesagt. Wenn wir unten alles zerbröselt. Naja, wie auch immer. See ya.